Wir stehen ja jetzt auf unserem neuen Stellplatz, unserem neuen Tiny House Stellplatz und sind total froh, dass wir den Umzug in diesem Jahr noch geschafft haben. In dem heutigen Video soll es deshalb um die Themen gehen, wie der Umzug grundsätzlich gelungen ist, was sehr, sehr gut funktioniert hat, wie es uns vor allem auch dabei ging und was auch nicht so gut gelaufen ist. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. In der vergangenen Woche hatten wir euch bereits schon Impressionen von unserem Umzug gezeigt. Wir haben die schönsten Videoaufnahmen, das, was wir so über den Tag sammeln konnten, zusammengeschnitten für euch. Wir verlinken das gerne nochmal, weil es unserer Meinung nach ganz gut auch so diese Spannung und diese Emotionen zusammenfasst. Und heute soll es jetzt einfach auch so ein bisschen mehr darum gehen, wie ist das Ganze abgelaufen, wie sind wir vorgegangen. Und ich würde sagen, wir starten einfach vielleicht mal am Tag davor, beziehungsweise noch in den letzten Zügen der Vorbereitungen. Worauf haben wir besonders geachtet, was haben wir vorbereitet und wie war die Ausgangssituation? Ich würde sagen, das wichtigste Thema bei so einem Umzug oder bei diesem Umzug war mal wieder das Thema Gewicht. Ja. Das ist leider etwas, was wir noch nicht so ganz im Griff haben, obwohl dies ja nun ein mobiles Haus sein sollte oder auch ist gewissermaßen. Es lässt sich sehr, sehr gut fahren und bewegen. Bleibt aber nun mal das Problem, dass wir ziemlich viel rausräumen mussten, um überhaupt fahrtauglich zu sein. Wir haben also quasi vorne auch recht viel Gewicht gehabt noch. Übergewicht nenne ich das jetzt mal, wo wir auch zum Teil nicht nur die Schränke samt aller Inhalte rausgeräumt haben, sondern auch den Kühlschrank, den Ofen. Es ist schon so, dass wir, ich glaube, einen Tag gebraucht haben, ne? Vorbereitungszeit. Also ich würde auch sagen, Vorbereitungszeit, wenn man viel aus dem Tiny House rausholen muss. Bei uns war es ein ziemlich guter Tag, um auch einfach die ersten Erfahrungen zu sammeln. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal umziehen würden, dann geht es vielleicht auch schneller oder wir wissen, auf welche Dinge wir achten müssen. Jedes Haus ist ja individuell. Aber doch ein Tag war schon gut, um dann auch zu gucken, welche Ladung muss noch gesichert werden. Wir haben dann ja im Anschluss auch alle Schränke, die noch im Haus geblieben sind, vor allem jetzt im Badezimmer, die haben wir dann mit Kreppband zugeklebt. Wir haben natürlich auch die Tanks alle entleert, also einmal den Abwassertank, den Frischwassertank, den Urintank. Wir haben vorne das Gas rausgenommen, also die Gasflaschen entfernt. Und das Spannende war, obwohl wir ja auch vom Grundriss alles nach vorne positioniert hatten von den Möbeln, hat am Ende die Stützlast gepasst. Und das war natürlich auch so ein, schaffen wir du das? Du meinst mit der Küche auch, dass hier das große Gewicht sonst ist. Ja. Genau, als dann alles leer war, das meine ich mit, wir brauchen einen Tag Vorbereitung, weil am Ende sich ja erst rausstellt, kommen wir vom Gewicht hin, wir waren wie echt ist die im Lastenverteilung? Rahmen, ne? Wir waren im Rahmen, also wirklich im Rahmen. Wir dürfen ja 150 Kilogramm Stützlast haben, plus nochmal 3,5 Tonnen das Haus selbst. Kommen wir nun zu dem Zugfahrzeug. Wir hatten, dadurch, dass wir kein eigenes starkes Zugfahrzeug fürs Tiny House haben, haben wir zum Glück einen netten Menschen gefunden, der nicht nur einen Trecker hat, um uns auf dem Grundstück zu helfen, das Haus zu rangieren, sondern eben auch einen Sprinter hat, was natürlich im Straßenverkehr viel entspannter ist, das Haus dann selbst zu transportieren. Und das Spannende war, eigentlich war vereinbart, dass er mittags oder am frühen Nachmittag zu uns kommt, um das Haus abzuholen. Vorher konnte er leider nicht. Und am Tag des Umzugs hatte Ilan noch gesagt, ach Liebling, das, also eigentlich, wenn die Person den Sprinter jetzt noch nicht braucht, könnten wir ja auch fragen, ob wir den schon abholen. Und eigentlich können wir dann ja auch zu zweit das Haus rüberfahren, dann fährst du halt das Tiny House. Das ist halt auch eine Vertrauenssache, ne? Ich meine, der... du vertraust mir halt auch schon, ich meine, dass man uns den Sprinter anvertraut, ne? Ohne ihn selbst zu fahren, das meine ich damit. Gut, ach so. Auch wenn er Vollkasko versichert ist, aber trotzdem, ne? Ja, und das hast du super gemacht. Also Anja ist wirklich Weltklasse gefahren, ja? Wirklich. Wir haben uns auch du bist um dein Leben gefahren. Du warst so konzentriert. Also wir saßen beide vorne und haben uns wirklich sehr konzentrieren müssen, weil es gab schon sehr enge Passagen auch, ne? Wo wir auch das Gefühl hatten, wir sind ja nun mal 8,25 Meter lang, plus Zugfahrzeug, ein ziemlich langer, 6 Meter und mehr Sprinter. Und wir waren also schon eine, 14 Meter. Wir waren schon eine ziemliche Eisenbahn und hatten einfach immer das Gefühl, dass wir, selbst wenn wir noch 10 Meter weiterfahren, vielleicht doch noch das ein oder andere Fahrrad mitnehmen könnten oder was auch immer. Das dachte Ilan.
Aber ich glaube, das ist das Problem, wenn man nicht selbst am Steuer sitzt, und ich kann es total gut nachvollziehen, oder ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wenn man das Lenkrad nicht selbst in der Hand hat, ist man einfach unsicherer, als wenn man selbst vorne sitzt. Aber ich war nicht zu nervös, oder? Du hattest nur eine Situation, da habe ich dich einmal angepflaumt. Also als wir nicht bergauf... Wir kamen den ersten Berg nicht hoch, weil wir Sorge hatten. Denn damals beim Transport, als wir das Haus zum ersten Mal holten, sind wir nämlich den Berg runtergefahren und das Haus durch seine Länge ist hinten aufgekommen auf der Straße. Hm. Und wir haben uns vorgenommen, besonders langsam dieses Mal den Berg zu nehmen, um nicht eben nochmal mit einem fertig ausgebauten Haus auf der Straße hängen zu bleiben. Wir sind allerdings, oder ich in dem Fall, tendenziell ein bisschen zu langsam gewesen, um Fahrt aufzunehmen, um den Berg hochzukommen. Und das war so der Moment, wo wir kurz nervös wurden und Ilan mich nur fragte, Liebling, was machst du da? Was machst du da? Und ich ihn nur angegiftet habe, halt dich jetzt bloß zurück, schnauz mich nicht an. Das ist das Schlimmste, was du jetzt tun kannst. Also es war so die einzige Spannung zwischen uns während der Fahrt, und sonst waren wir echt recht cool. Und wie ließ es sich fahren? Ach, großartig. Das Einzige, es war tatsächlich anders. Also das würde ich auch nochmal mitgeben, wenn jemand von euch auch selbst mal das Tiny House fahren will. Das, was wirklich einen Unterschied macht, ist das Zugfahrzeug. Denn beim ersten Mal, als wir das Haus geholt hatten, hatten wir einen Ford Ranger gemietet. Wir können euch auch nochmal gerne das Video verlinken vom ersten Transport. Das ist auch für uns immer so eine schöne Erinnerung, richtig cool. Und da musste ich nicht denken wie ein Bus. Also ich musste die Kurven nicht so weit ausscheren. Ich konnte relativ normal fahren. Und jetzt bei dem Sprinter, bei diesem Umzug, der ja 6 Meter lang war, plus Deichsel, plus 8,25 Meter langes Haus, da musste ich denken wie ein Bus. Und ich meinte doch zu Ilan, ich bin so froh, dass ich als Kind immer mit dem Schulbus gefahren bin, weil ich genau weiß, wie er in die Kurve reinfährt, wie weit er reinfährt in die Kurve und wann er dann rüberzieht. Ja. Das ist so banal, aber es ist essentiell, damit das Haus eben nicht irgendwo stecken bleibt. Also ich würde mal sagen, auf asphaltierter Strecke lief alles reibungslos. Ja. Und bis wir am Grundstück stressigere, ankamen. Genau, der stressigere Part war dann tatsächlich am Grundstück selbst, wo sich dann auch ein Stück weit das bewahrheitet hat, wovor wir eigentlich gewarnt wurden. Wir haben uns ja trotzdem dafür entschieden, in diesem Jahr noch umzuziehen, obwohl einige Stimmen uns ja davon abgeraten haben. Und auch wenn der Traktor schon eine sehr, sehr gute, also der hat natürlich eine super Figur abgegeben, auf dem Boden ist er natürlich zu Hause, ist unser Haus dann doch mit den kleinen Rädern, so wie wir es befürchtet haben, ziemlich abgesoffen in diesem Boden. Ich glaube so ein Stück oder so. Ja, also dass wir das so hinbekommen haben, muss ich ehrlich sagen, das war schon nervenaufreibend. Also das mit dem Grundstück war auf jeden Fall ein Punkt, der definitiv nicht so gut gelaufen ist, weil wir es einfach nicht so gut geplant haben, beziehungsweise die Jahreszeit auch einfach nicht so passend war. Wir tendenziell zeitlich dann auch immer noch zu spät auf das Grundstück gekommen sind, weil es ab 17 Uhr dann ja auch schon dunkel wurde. Ja. Und unsere Fahrplatten, die wir extra bestellt hatten, die eben genau das Einsinken der Räder hätte vermeiden sollen, die waren da auch noch nicht angekommen. Also wir haben einfach in den Himmel geguckt, auf unseren Bauch gehört und haben uns für den Umzug entschieden. Und wir hatten einfach nicht mehr im Blick, dass es doch so lange dauert, das Haus zu rangieren, um es dann im Anschluss natürlich noch aufzubocken, weil die Stützen, die wir vorbereitet hatten, Wochen vorher, die konnten wir gar nicht benutzen, weil wir es ja gar nicht geschafft haben, auf den Punkt zu rangieren. Das heißt, alles war hinfällig. Nicht mal ansatzweise hingekommen. Das lag auch nicht am Fahrer. Der musste sich ja gewissermaßen auf uns verlassen, auch unsere Anweisungen, weil er konnte ja auch nicht sehen. Ja, weil das große Haus hat ja die Sicht versperrt. Es war am Ende so, dass wir alle Stützpunkte neu machen mussten und dass dann das Wetter ab dem 6. Tag natürlich dann auch umgeschlagen ist. Es regnete nur noch, es war kalt auf einmal, schlagartig kalt. Ich glaube, wir hatten zwischen 6 und 8 Grad, Regen, 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 ohne Ende. Du hast 2 Tage im puren Regen die Stützen alle neu gemacht. Ich musste die Stützen erstmal neu machen, damit wir das Haus überhaupt erst aufbocken können, um es dann zu bewohnen. Weil ich hätte hier nicht einziehen wollen. Also hier ist einem mehr übel geworden. Also wir haben so schräg gestanden, dass ich gesagt habe, nee, also ich möchte hier nicht schlafen. Auch da der Tipp am Rande.
immer einen Plan B haben. Also wir hatten den jetzt nicht direkt. Zum Glück sind wir ja nicht so weit weggezogen. Aber es kann immer irgendwas sein. Und wenn man dann merkt, man kriegt das Haus nicht aufgebockt oder nicht in den Zustand, dass man eben direkt auch wieder einziehen kann oder zumindest drin schlafen kann, dann sollte man echt einen Plan B haben, irgendeine Übernachtungsmöglichkeit für noch weitere 2, 3, 4 Tage, um da auch den eigenen Druck rauszunehmen, weil das ist dann echt ein Lauf gegen die Zeit gewesen. Es war dunkel, es war kalt und feucht und wir hatten dann ja noch final die ganzen, das ganze Interior, ne, mit Küchengeräten und allem Möglichen vorne noch stehen und es wurde halt so nasskalt. Und alles war schon irgendwie voller Feuchtigkeit und es war schon stressig. Am Ende war es echt alles, stressig. Alles reingeräumt worden. Ich hatte auch gewissermaßen Sorge, dass wir hier irgendwie abrutschen oder sonstiges. Also da gehen einem ja 1000 Filme durch den Kopf. Der Schrauber hat nicht funktioniert. Der hat dann blockiert. Uns ist noch eine Stütze kaputt gegangen, weil ich dann auch irgendwie zu viel wollte und habe dann versucht noch hochzudrehen und dann ist die Spitze kaputt gegangen. Das ist halt das, was das sind so Dinge, die man bedenken muss, wenn man halt auf so einem Hügel ist, irgendwie so steht und man hebt hier die Stütze immer weiter an, aber hier ist man quasi schon eigentlich immer noch auf dem Boden mit den zwei Achsen, weil das alles so schief ist, dass man erstmal alles aufbocken muss und zwar gleichmäßig, ne? aufbocken, bis man einen Punkt erreicht, wo man dann auch nivellieren kann. Noch ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, da wir ja so standen und die Stützpunkte bzw. die Stützen, die wir haben, im 90-Grad-Winkel zum Ständerwerk verlaufen, also so, kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man dann versucht, einen geraden Stützpunkt aufzubauen, dass sich da noch einiges tun wird. Ne? Du meinst das Fundament, was du gebaut hast. Das Fundament, was ich gebaut habe, dass jetzt, wenn die Stützen, wenn das Haus hochkommt mit dem Hintern, dann verschiebt sich natürlich auch der eigentliche Punkt, den ich versuche zu verstärken. Und genau das ist passiert. Ich musste die Stützpunkte zweimal machen. Und ich glaube nicht mal mit der Fläche, die ich zur Verfügung hatte, dass ich das hätte vermeiden können. Also auch hier wieder Fazit vom Umzug. Wir würden beim nächsten Mal nicht separat die Stützpunkte als Fundament vorbereiten, sondern großflächig die Fläche des Tiny Houses einfach mit Schotter und Kies vorbereiten, einmal nivellieren, damit man einfach nicht dreifache Arbeit hat. Dafür, dass es kein finaler Stellplatz ist, war es halt für uns im Kopf zu viel Arbeit im Verhältnis. Dafür war das jetzt auch richtig, wie wir es gemacht haben. In der letzten Woche hatten wir darum gebeten, dass ihr kommentiert, falls noch Fragen offen sind zum Thema Umzug, Tiny House Umzug. Und ich glaube, die ein oder andere Frage haben wir bereits jetzt beantwortet. Die eine war nämlich, ob das jetzt ein Übergangsstellplatz ist. Aber es ist erstmal nichts Permanentes, wo wir wissen halt, dass wir hier nicht ewig bleiben werden, sondern dass das jetzt erstmal ein schöner Zeitraum ist für uns oder eine schöne Zeit für uns ist, dass wir noch ein bisschen ankommen in unserem Tiny House, dass wir hier ein bisschen runterkommen. Die zweite Frage war, wo stehen wir denn jetzt? Wir bitten da um euer Verständnis, dass wir euch diese Frage nicht beantworten werden, weil einfach das, da geht es einfach um unsere Privatsphäre auch. Genauso wie wir das auch bei unseren Tiny House Touren und Besichtigungen machen, wenn wir andere Menschen besuchen, ist es was sehr Privates, was man teilt, über den Lifestyle selbst sich so zu reduzieren, auch Bilder und Informationen aus dem Innenraum und dem Leben selbst zu teilen. Und das Mindeste, was wir tun können, ist eben den Standort auch anderer nicht preiszugeben, um deren Privatsphäre zu schützen. Und wir wollen es für uns auch nicht. Wir wissen ja auch, dass dieses ganze Tiny House Thema gewissermaßen auch mit dem Stellplatz steht und fällt. Irgendwo muss das Haus ja auch stehen. Also wir verstehen die Frage sehr. Also wir können das hundertprozentig verstehen. Wir haben uns auch immer wieder gefragt, wo können wir denn jetzt mit so einem Haus stehen? Wenn ihr dazu Näheres erfahren wollt, dann können wir euch gerne nochmal dieses Video verlinken, welches wir schon vor etwas längerer Zeit aufgenommen haben zu diesem Thema. Nächste Frage, wie weit sind wir denn weggezogen von unserer Heimat? Gar nicht weit. Also vielleicht 20 Minuten mit dem Auto. Ja. Ne? Ist aber trotzdem, also es klingt so nach nichts, aber vom Transport bzw. vom Aufwand, weil es war es nicht weniger gering als unser letzter 3-stündiger Transport mit dem Tiny House, weil natürlich das Fahren auf einer Autobahn meiner Meinung nach oder unserer Erfahrung nach du bist es ja immer gefahren, ich viel entspannter ist über Landstraßen oder gerade auch wenn man im Berufsverkehr reinkommt oder eben Leute, die gestresst sind, im Auto sitzen und dann hupend an einem vorbeifahren, das hier auf dem Land natürlich auch genauso in der Stadt, aber das dann doch auch ein bisschen stressiger sein kann. Obwohl wir uns schon einen Feiertag dafür ausgesucht haben, aber ja, das ist klar, gehört dazu.
Hat das Haus beim Transport Schaden genommen? War auch noch eine Frage. Eine ganze Glühbirne ist kaputt gegangen. Das war's. Die ist rausgefallen, weil wir sie nicht richtig reingedreht haben. Und letzte Frage war dann, glaube ich, zum Thema Außengestaltung. Mhm. Auch das ist natürlich noch ein großes Projekt, welches uns bevorsteht. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt in den Wintermonaten noch hinkriegen. Unser Bestreben ist es, den Matschboden, der einfach jetzt auch durch den Transport oder der Boden, der extremst gelitten hat, den einfach zu stabilisieren, schnellstmöglich auch einen Gehweg zu schaffen. Ja, aber wie schnell wir das hinkriegen und wie sich dann der ganze Garten auch gestalten wird, das dann wahrscheinlich echt eher in Richtung Frühling. Ja. Und das war's auch schon, ne? Schon. Im Vergleich zum letzten Video. Wir hoffen, auf alle Fragen eingegangen zu sein. Wir hoffen, dass es euch jetzt ein bisschen besser verständlich geworden ist, wie so unser Ablauf war des Umzugs, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Wir hoffen, eure Fragen auch ausreichend beantwortet zu haben. Wenn nicht oder wenn noch neue Gedanken aufgekommen sind, packt uns das gerne wie immer in die Kommentare. Ja, und dann lasst uns gerne einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Ciao.